Ich war aber erst ein bisschen skeptisch und dann hat sie probiert, ne? Dann hat sie und beschlossen. Das schmeckt dir. Und das schmeckt dir. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Isila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch! Denkst du, du bist auch hübsch, oder? Ich bin hübsch. Die Maske ist voll komplett eingezogen. Hey! So, ja. Wie lange ist das, dass die Haare da raus möchte? Gehst du raus? Mit Isila. Isila hat gerade geduscht, oder? Ja, nein! Nein! Komm! Oh oh! Der Fernseher ist voll laut. Dein Spiel ist auch voll laut. Ja, ich bin. Habe ich euch heute eigentlich schon Hallo gesagt? Hallo! Ja! Ja! Die sind heute alle im Schlabberlook. Heute ist irgendwie wie Sonntag. Ja. Nur bloß, dass morgen auch Sonntag ist. Da ist nichts drin, das ist leer. Guck. Guck. Ist er auch? Nein. Komm mal her. Ist Papa schon weg? Nee. Gut. Go ein! Go ein! Was ist denn? Bist du jetzt sauer? Nein. Warum guckst du so böse? Willst du mich filmen? Soll ich nicht? Doch. Wenn du sagst, ich soll dich nicht filmen, dann filme ich dich nicht. Das will ich aber. Willst du aber. Und eine schöne Uhr schenke ich dir. Meine Uhr schenkst du mir. Danke. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Was soll denn die Mama heute kochen? Spaghetti. Du wolltest unbedingt Spaghetti, ne? Ja. Ja. Kannst du das machen? Ich kann das natürlich machen. Ja, jetzt? Kannst gleich. Weil wenn Papa und Milan gleich kommen, dann wollen die ja auch mit essen. Dann essen wir alle zusammen, okay? Du kannst erstmal schön kochen. Ich kann erstmal schön kochen, ja. Dann geh. Soll ich deine Haare mal zubinden? Du hast es vergessen. Hast du gerade gesagt, dann geh? Nein. Nein? Du hast es vergessen. Oh. Ich fange dann mal an zu kochen. Und zwar habe ich hier noch Porree. Ja, der sieht jetzt nicht mehr so ganz gut aus, aber der ist noch gut auf jeden Fall. Es gibt so eine türkische Speise, die wird mit Porree gemacht. Ich mache es noch mit Hackfleisch. Den Hackfleisch kann man natürlich weglassen. Und dann kommt da noch Milchreis rein. Ich zeige euch aber, wie ich das im ganz genauen mache. Ich mache es jetzt hier im Wok. Der Wok ist übrigens super gut mit dem Deckel zusammen. Habe ich ja bei Amazon gekauft. Kann ich euch nochmal unten verlinken, wenn ihr wollt. Den Porree werde ich jetzt einmal so halbieren und dann in so Stücke schneiden. Einmal richtig gut durchwaschen. Die werde ich dann auch in so Scheiben schneiden. Die Zwiebel klein hacken, Knoblauch klein hacken
Und dann wird als erstes das Hackfleisch gleich angebraten. Da habe ich jetzt Rinderhackfleisch, das taut gerade in der Mikro auf. Mache ich auch eher selten, aber ja, ich habe mich dann später erst dazu entschlossen, dass ich es mit Hackfleisch machen möchte. Das Hackfleisch brate ich dann schön an erstmal und dann kommt nach und nach alle anderen Zutaten rein. Ich hoffe, euch gefällt das überhaupt, dass ich euch so die Rezepte immer so richtig detailliert zeige. Falls nicht, dann würde ich euch einfach bitten, den Part zu überspringen, also vorzuspulen oder so. Aber es ist ja ein Mama-Alltag, Mama-Vlog und ich habe ganz viele Zuschauer, die halt auch Mamas sind oder Papas sind und deswegen als kleine Inspiration, was ihr vielleicht am Tag kochen könntet. Und ihr könnt die Rezepte immer wieder finden, indem ihr einfach den Namen des Rezepts eingibt, weil ich schreibe es ja mittlerweile auch immer in den Titel, damit das ganz schnell wiederzufinden ist. Oder ihr legt euch eine Playlist an, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, also wenn ihr auf YouTube angemeldet seid, dann könnt ihr euch ja so Playlisten anlegen, wo ihr den Vlog zum Beispiel abspeichert, damit ihr da immer wieder darauf zurückgreifen könnt. Also so mache ich das mit meinen Lieblingsvideos oder Videos, die ich dann halt immer nicht verlieren möchte und immer wiederfinden möchte. So könnt ihr das beispielsweise auch machen. Jo. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, wie euch so die Vielfalt der Vlogs und der Rezepte und so weiter gefällt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen und dann habt ihr einen Grund zu kommentieren. Das hier ist übrigens mein Bioabfall. Das stelle ich mir gerne immer nach oben, damit ich das da ganz schnell alles reinschmeißen kann. So, die erste Schicht nehme ich hier mal ab. Oh, okay, die zweite auch. Sagt ihr eigentlich immer Porree oder sagt ihr Lauch dazu? Ich weiß gar nicht. Ist das falsch? Ist beides richtig, oder? So. So, dann schneide ich noch so ein Stückchen vom Ende ab. Und dann halbiere ich das, weil das ein sehr, sehr dicker Lauch ist. So, ich habe jetzt hier das Hackfleisch reingetan. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Das müssten vielleicht so 300 Gramm sein oder so. Ich habe es jetzt nicht abgewogen, aber ich glaube, es sind doch 400. Ja, das werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen klein machen. Dieses Ding heißt übrigens Hackett. Und das ist mein allerliebstes Küchentool, wenn es um Hackfleisch zerkleinern geht. Das ist richtig gut. Das kann ich euch auch gerne mal unten rein verlinken. Nutze ich schon seit guten 2 Jahren oder so. So, dann gebe ich Olivenöl rein. Und die Zwiebel und den Knoblauch. Und dann wird das Ganze nochmal ein bisschen angedünstet. Dann kommt Paprikamark dazu. Das hier ist jetzt selbstgemachte, aber den kann man auch im türkischen Supermarkt kaufen. Und dann die gleiche Menge Tomatenmark. Dann mache ich die Möhren rein. So, dann kommt der Porree dazu. An dieser Stelle können wir auch ein bisschen würzen. Ich nehme da jetzt einfach Salz und Pfeffer. Und ein klein bisschen Kümmel. So, jetzt kippe ich ein bisschen Wasser dazu. Wirklich ganz wenig nur. Und mache den Deckel drauf. So, das lasse ich jetzt 5 Minuten dünsten und dann kippe ich ein bisschen Wasser noch dazu. Solange bis ungefähr 250 Milliliter aufgebraucht sind. So, 5 Minuten später rühre ich das Ganze nochmal um. Und da kommt noch mal ein bisschen Wasser. Ich bin schon fertig gleich. So. Und das noch mal weitere 5 Minuten. So. So,
Jetzt kommt der Milchreis zum Einsatz. Und zwar nimmt man da wirklich nicht viel. Ja. Hier so eine Handvoll. Und das restliche Wasser. Ja. So. Fertig. 10, 15 Minuten noch und dann ist fertig. Wie ihr seht, ist das jetzt fertig. Das schmeckt auch super lecker mit Naturjoghurt obendrauf. Und dann habe ich einfach noch ein paar Rosmarinkartoffeln dazu gemacht. Die habe ich jetzt einfach gewürzt mit Paprika, ganz viel Rosmarin, Knoblauch, Salz, Pfeffer, etwas Currypulver und Paprikapulver. Genau. Die lasse ich jetzt mal hier in Ruhe. Das braucht gar nicht lange. So 10 Minuten sind die fertig. Und ja, das ist jetzt auch fertig. Jetzt muss ich mal eben die Jungs noch 5 Minuten bleiben, damit wir auch essen können. Da. Zu essen? Mia. So. Bitte schön. Schmeckt gut. Auf vier Dosen bitte nehmen. Lecker? Mhm. Gut. Kian, schmeckt das so gut? Mir auch. Dir auch, Schatzi? Mm, super. Ich war aber erst ein bisschen skeptisch und dann hat sie probiert, ne? Dann hat sie und beschlossen. Das schmeckt dir. Und das schmeckt dir. Super, mein Schatz. Und ich, wenn ich Joghurt esse, bin ich sehr stark und groß. Wenn du Joghurt isst. Mm, der Naturjoghurt ist gesund. Thinking of us lost you.